Mann, meine Nase läuft ständig. Was war das für ein eigenartiges Gefühl in meiner Brust? Wieso war es so anders als das, was ich bisher empfunden habe? Oh. Ich hatte den Eindruck, jeden Moment zu ersticken. Ich atmete zwar, aber statt mit Luft schienen sich meine Lungen mit einer ungewohnten schweren Substanz zu füllen, die ich nicht gewohnt war. Schon wieder ihr? Fumana. If you habe ich euretwegen diese Schmerzen? Wegen unserer Verbindung? Mana ist schräg geschrieben. Ei, Unha, wir sind ja Kuwein nur voll gefühlt. Ich verstehe nicht, was sie mir da zu sagen versucht. Und ey, meine Maus funktioniert nicht mehr. Scheiß Maus. Ein schreckliches Drängen stieg in mir auf, eine feste Gewissheit, schnellstens handeln zu müssen. Doch ich wusste nicht wie. Meine Maus funktioniert nicht mehr. Mann, meine gute Maus. Mann, was ist das denn? Dunkle Nebelschwaden umhüllten das Orakel und zogen es rücklings in die undurchdringliche Schwärze hinein. Sofort rannte ich hinterher, um es zu retten. Um mich zu retten. Ich war drauf und dran, die Hand des Orakels zu greifen, als etwas mich von hinten packte. Was immer mich festhielt, fühlte sich an wie der Tod selbst. Von einer Sekunde auf die andere war mir, als habe sich jeder Funken Hoffnung in mir verflüchtigt. Es gab nur noch Dunkelheit, Kälte und dieses abscheuliche Ding, das mich festhielt. Instinktiv drehte ich mich um das Gesicht meines Angreifers zu sehen. Ezreal! Ezreal! Ich... Tränen rannen mir über die Wangen, ohne dass ich sie zurückhalten konnte. Es war ein Mann, ganz sicher. Nie würde ich seine Augen vergessen. Niemals. Ich bin hier, an deiner Seite. Keine Angst. Ezreal zog mich fest an sich. Ich glaube, so nah war ich ihm noch nie. Ich ließ mich gegen ihn sinken, in dem vagen Bewusstsein, dass dies ein äußerst ungewöhnliches Verhalten für ihn war. Nach einer gefühlten Ewigkeit gelang es mir schließlich, mich zu beruhigen. Dennoch ließ mich Ezreal nicht los. Ezreal, ich ersticke. Das musst du nicht tun. Und ich wollte auch gar nicht, dass er mich losließ. Ich schlang nun meinerseits die Arme um ihn und spürte, wie ihn ein Frösteln durchlief. Meine bebenden Finger erkundeten seinen Nacken und vergruben sich in seinen Haaren, während die Seine sich in meiner Kleidung verkrallten.
Ich hob den Kopf, um mir jede Einzelheit seines Gesichtes einzuprägen. Er errötete, eine Reaktion, die ich von ihm gar nicht kannte. Er ist schon des Öfteren errötet. Esserell. Eine Woge der Wärme durchflutete meinen Körper und verscheuchte nach und nach die Angst, die mich bis eben beherrscht hatte. Mein Verlangen wird übermächtig. Ich darf mich nicht hinreißen lassen. Im Taumel auflohender Leidenschaft presste ich mich an ihn. Erneut durchlief ein Beben seinen Körper und seine Liebkosungen wurden dringender. Oh mein Gott! Wie süß! Ich bin ganz normal. Er ließ eine Hand zu meinem Nacken wandern und umfasste ihn leicht. Ich hatte das Bedürfnis, ihn zu küssen und seinen Körper gegen meinen zu spüren. Also streichelte ich seine Haut mit meinen Lippen. Fast zeitgleich umklammerte er meine Hüften und zog mich über sich. Überrascht löste ich meinen Mund von seiner Haut und sah ihn tief in die Augen. Im sanft einfallenden Tageslicht sog ich jedes Detail seiner Gesichtszüge in mich auf und er verschlang mich geradezu mit seinen durchdringlichen, smaragdgrünen Augen. Grüne Augen sind einfach wunderbar. Ich liebe grüne Augen. Ohne Vorwarnung näherte er sein Gesicht dem meinen und verschloss meine Lippen mit seinem Mund. Blut schoss mir in meine Wangen und brachte mein Gesicht zum Glühen. Voller Leidenschaft erwiderte ich seinen Kuss. Nein, das ist so schön! Oh mein Gott! Ich werde bestimmt gerade rot. Trunken vor Verlangen wölbte ich meinen Körper dem seinen entgegen. Seine Hände ließen von meinen Hüften ab und umfassten stattdessen genüsslich meinen Hintern. Aha. Er löste unseren Kuss, um seine Lippen bis in meine Halsbeuge wandern zu lassen, in der er auch sogleich ungestüm seine Zähne vergrub. Das war aber Esrael, oder? Wir reden hier gerade nicht von Nevra. Huch, plötzlich seitenverkehrt. Mir entfuhr ein jähes Stöhnen. Seine Küsse wurden immer stürmischer. Ich verzerrte mich vor Verlangen. Meine Gedanken waren völlig vernebelt. Ich hatte nur noch einen Wunsch. Diesen Körper unter meiner Berührung erschaudern zu fühlen. Wow. Ich wollte ihn. Wollte ihn ganz und gar. Das war klar. Das war so klar. Das war doch so klar, diese Hurensöhne. Ich hasse euch. Ich hasse euch, ihr Hurensöhne. Ja, Scheißkerle. Ich brauche mal kurz 5 Minuten oder so. Ich wisst ja, ich brauche. Sonst. Ein Moment! So, meine Lieben. Ich habe jetzt mal ein bisschen darüber nachgedacht, die Episode nochmal Review passieren lassen. Und. Ja. Also, ich muss sagen. Und ihr werdet mir ganz bestimmt da zustimmen, dass die Episode. Im Großen und Ganzen, auch wenn jeder vielleicht andere Kritikpunkte daran sieht, toll war, so ganz an sich, die Story. Die Story war großartig.
Ich meine, es ist ja immer wieder was anderes, ob ein bestimmter Part moralisch oder so gesehen einem nicht zustimmt. Aber die Story macht es das irgendwie schon interessant. Wie zum Beispiel diese ganze Orakel-Sache. Dass sie dem Orakel verbunden ist. Oder dem Kristall und dessen Schmerz fühlt. Das ist halt... Es verdeutlicht irgendwie, dass wir auserwählt sind, irgendwie Eldaria oder Saikyo oder so zu retten. Und es ist echt eine große Aufgabe, dass dabei der Antagonist eher Leiften ist, der das Orakel auch quält und ich weiß ja nicht. Leiften war in dieser Episode echt spooky. Echt verwirrend. Ich meine, seht euch das Face an. Das Face. Seht euch das Face. Alter, das kann man doch nicht ernst nehmen. Ich verstehe auch seine Beziehung zu uns auch immer noch nicht. Ich weiß nicht, ob er uns für sich gewinnen will, um an das Orakel ranzukommen. Das könnte ich mir immer noch am besten vorstellen bei ihm, dass er so verzweifelt versucht, uns auf seine Seite zu ziehen, uns an ihn zu binden, weil das Orakel uns vertraut und damit er dann leichter das Orakel vernichten kann. Oder ob er wirklich etwas für uns empfindet, das glaube ich aber halt eher weniger, weil der ist durchgeknallt. Diese Psychosandale ist einfach... Der hat sie nicht mehr alle. Ich verstehe, ganz ehrlich, ich verstehe Leiften-Fans nicht. Wie kann man den mögen? Selbst wenn er ein interessanter Charakter darstellen sollte, als Antagonist, wie kann man den lieben? Ich meine, der tötet andere, der ist Verräter vor dem Herr, der lügt einen immer nur an. Wie kann man das toll finden? Verstehe ich nicht. Soll mir mal jemand erklären, ganz ehrlich. Naja, ich frage mich auch, ob er uns irgendwann tötet. Wenn wir nicht auf seiner Seite stehen, tötet er uns irgendwann? Versucht er uns zu töten? Weil wir das Orakel beschützen? Weil wir ihm im Weg stehen? Traue ich ihm zu. Ich habe ein Kurzvideo auf Facebook gesehen, auf dem französischen Kanal. Da gab es ja irgendwie schon so einen Teaser dazu zu 20, dass wir der Lichtgarde irgendwie klar machen sollen, dass ein Dämon das Orakel heimsucht oder quält oder so, was sie ja bereits mehr oder weniger weiß. Ich glaube, das wird schon ganz interessant. Ich hoffe, ich kann dem irgendwann so richtig schön die Fresse polieren. Und dabei bin ich nicht mal ein gewalttätiger Mensch. Naja, gehen wir mal weg von Leiften und zu den guten Dingen. Also das ist storymäßig auch gut, aber Leiften ist nicht gut. Versteht ihr schon? Zu den guten, wirklich guten Dingen. Ich finde es toll, dass wir aus dem Haikyuu rausgekommen sind und mal was anderes gesehen haben. Ich finde diese Reise zu den Fenghuan-Tempeln total interessant und dass wir mehr mit Huanghua machen und dass wir auch mehr mit Nebencharakteren machen. Ich finde das schön, dass wir auswählen konnten. Nicht zwischen allen, aber uns halt zwischen drei Personen auswählen konnten, mit wem wir mehr Zeit verbringen wollen. Das fand ich schon cool. Ich meine, so im Nachhinein, wo Kero eine ganze Weile weg war, habe ich schon gemerkt, dass er mir ein bisschen fehlte. Und Alaya und Karin hatten die halt so viel zu tun, sind auch tolle Charaktere. Aber ich finde es cool, dass wir dann da was auswählen konnten. Und uns keiner aufgezwungen wurde, sozusagen. Ich finde es auch mega cool, dass wir so viel Zeit mit Evelaine verbracht haben. Ich habe das Gefühl, Evelaine wird so einer Rosa in Sweet Amoris. Dass sie so unsere engste Vertraute und Freundin wird. Habe ich echt das Gefühl, und Evelaine ist ein total toller Charakter und ich finde es so schön, wie sie Zeit miteinander verbringen und Vertrauen und Verständnis und eine Freundschaft aufbauen. Ich finde das echt geil. Ich mochte Evelaine schon von der ersten Sekunde an. Ich finde das toll. Und ich finde es auch toll, wie sie hinter uns steht, obwohl wir beide in den gleichen Typen verknallt sind. Sie ist so verständnisvoll und ich glaube, es weiß sie gar nicht, dass sie so ein toller Charakter ist. Und wo wir gerade von dem gleichen Typen sprachen, Elsere.
Dieser Typ ist... Ich liebe diesen Typen. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon erwähnt habe. Lysander wird zwar immer mein Bae bleiben, oder wie man das auch ausspricht. Bae. Wie sagt ihr das? Mein Baby auf jeden Fall. Er ist mein Baby. Er ist mein... Ich liebe ihn. Und, aber ich... Ezreal ist auch unheimlich toll und... Ich finde es so schön, dass in dieser Episode mal wieder mehr von diesem alten Ezreal rausgekommen ist. Und immer mal wieder diese Teaser, diese Sticheleien rausblitzen. Ich finde das so schön. Und ich finde es auch halt so schön, dass er, wie das Evelyn schon gesagt hatte, dass er so zärtlich und aufmerksam uns gegenüber ist. Ich finde diese Mischung total schön. Ich mag das. Ich will auch so jemanden. Wo bist du? Wo bist du, Traumtyp? So eine Leiften-Ezreal-Mischung. Ach, das wäre so ein Traum. Aber darum verkrieche ich mich in einer Online-Welt. Weil die reale Welt nun mal nicht so aussieht. Tja. Oh, die Endszene war so hot. Die war so toll. Ich bin echt erstaunt, wie schnell sich das schon entwickelt hat. Ich finde die Schnelligkeit gut. Irgendwie. Es ist irgendwie auch schnell halt. Aber irgendwie ist es auch gut, weil es ganz angenehm ist, im Gegensatz so zu ist wieder Morris. Dass wir hier schon ein kleines Make-out oder wie nennt man das? Mit unserem Schwarm in Episode 19 hatten und in Sita Morris sind wir erst mit 28 Mädchen zusammengekommen. Und jetzt in 40 ist mal erst mal was passiert. Da ist das irgendwie schon cool, dass es in Eldaria so schnell geht. Aber ich wette, ich verwette meine 230 Goldmünzen darauf, dass irgendwas die in Episode 20 unterbrechen wird. Dass sie mit durch irgendwas aufhören. Sei es durch jemand anderen oder durch Zweifel oder durch... Was weiß ich, durch Leiften, der kommt wie so eine Furie angeschossen und wirft Ezreal gegen die Wand. Ach, was weiß ich. Was weiß ich. Auf jeden Fall, ich bin echt gespannt auf 40. So, kommen wir mal zu den wichtigen Dingen im Leben. Wie viel habe ich verbraucht? Das sind 3310 ungefähr. Das ist, glaube ich, recht wenig im Gegensatz zu dem, was ich sonst verbrauche. Und ich habe ziemlich genau das und habe genau ziemlich genau das über, was ich auch geraten habe. Ich dachte, ich würde irgendwo bei rund 7000 landen. Also alles in Buddha. Ich bin auch nicht so viel herumgeirrt, weil ich, wenn man sich konzentriert, sich eigentlich schon den Weg merken kann. Klar, und dann bin ich auch noch selbst unnötigerweise herumgelaufen, einfach weil ich immer diese Dialoge suche. Und natürlich nie welche finde, weil... Warum sollte ich Dialoge finden? Hä, die finden es lustig, dass ich meinen Maler verbrate für nichts. Na egal. Soll es so sein. Dann schauen wir uns... Nein, nicht das Ranking. Oh, wann ist denn Obsidian runtergerutscht? Dann schauen wir uns das Lavometer an. Ezreal ist natürlich auf 100 geblieben. Nefra ist auf 70 geblieben. Weigern, mit dem haben wir eh nur einmal gesprochen, ist auf 100 geblieben. Leiften war, glaube ich, auf 25. Jo. Mikos 40. Das könnte gestiegen sein. Miko ist um 10 gestiegen. Ramon ist geblieben, soweit ich weiß. Jo. Ika ist geblieben. Alaya sieht aus, als wäre sie gestiegen. Nee, die ist gesunken sogar. Warum ist sie gesunken? Hä? Alaya 80? Wieso? Okay. Evelyn ist ein bisschen gestiegen. Kiro ist, glaube ich, gestiegen. Um 5, ja. Jo, Camiria hatten wir nicht. Karuto ist gestiegen, glaube ich. 5 wieder schon. Wo ist Karuto? Da unten ist Karuto. Chrome, 65. Das sieht aus, als wäre es gesunken. Ja, um 5. Wow. Entra hatten wir nicht. Karin hatten wir kaum.
Mary 5 hatten wir vorher schon. Das Orakel eine Beschreibung? Ja. Mir ist nie aufgefallen, dass das Orakel einen Schweifschwanz wie immer hat. Huangua 5. Wo ist Huangua? Huangua habe ich gar nicht gestehen. Dann muss sie gestiegen sein. Krasse Sache. Jo. Ja. Muss ich mir nachher nur merken, um das zu verändern. Schmacht. Ich finde die Gesichtsausdrücke so cool, so toll. Sie sind so toll. Das ist so toll. So, jetzt reißen wir uns alle mal wieder zusammen. So, jetzt will ich noch die anderen Bilder sehen. Ich habe es so lange geschafft, drumherum mehr oder weniger darum herumzukommen. Ich habe sie nur mal so ganz grob gesehen, ganz kurz und teilweise. Oh. Heidewitzka, was geht mit denen? Holy shit, ich hätte gerne so ein Bild mit Esserel gehabt. Oh, wow, das ist schön. Ich hasse diesen Typen, aber das Bild ist schön. Krass. Holy shit. Ach, das Bild ist wunderschön. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie kann man nur so schön zeichnen? Das ist auch. Hey, ich könnte nicht mal sagen, was mein Lieblingsbild ist. Ich finde, das mit Ezra sieht noch am bravsten aus, tatsächlich. Und ich finde den Schwung seiner Haare hier etwas merkwürdig, aber egal. Also, das sieht echt noch am bravsten aus. Und dann kommt... Ich muss das mal nach hinten verschieben. Ich will, dass das letzte ist. Und dann kommt das. Es sieht am bravsten aus. Ich das sieht... Luft zu fächeln. Oh Gott, die sehen alle so toll aus. Oh mein Gott. Da hat echt jeder was von. Aber Ezeris ist echt am bravsten. Oh Gott, ich schmachte es. Okay, es ist nicht gut für meine Gesundheit, das sich weiter anzuschauen. Oh Gott. Ach, die Bilder sind ganz in Ordnung. Was meint ihr? Es geht besser. Hui, ja. Und ich denke... Haben wir alles? Ich glaube schon. Ach ja. Ich bin echt gespannt, wie es mit Episode 20 weitergeht. Also, auf jeden Fall werden wir durch irgendwas unterbrochen und dann sehen wir uns wahrscheinlich den Tempel weiter an. Nehmen die Flöte, kehren zurück zum Haikyuu
versuchen irgendwie die Garde davon zu überzeugen, dass dieses Orakel von einem Dämon heimgesucht wird. Oder so. Und diese Woche kommt ganz bestimmt noch bei den Franzosen Episode 20 raus. Da könnte ich echt drauf wetten. Mache ich aber lieber nicht. Ja. Also, mir ist da mal so eingefallen, ich könnte ja mal ein kleines bisschen Werbung machen, ganz kleines bisschen, für diejenigen, die Sweeter Morus spielen, oder auch die, die vielleicht Sweeter Morus an sich einfach mögen, eine Freundin von mir und ich schreiben eine Fanfiction auf fanfiction.de. Und auch auf Wordpad. Aber halt hauptsächlich auf fanfiction.de. Wordpad lade ich einfach nur so hoch. Da geht es um eine Zombie-Apokalypse. Und falls ihr gerne lest, könnt ihr einfach mal vorbeischauen. Der Link dazu ist auf meiner Eldaria-Profilseite. Ganz toll versteckt unter dem Spoiler, wo ich zu finden bin, unter anderem. Also nur, wenn ihr Lust habt. Ich habe auch andere Fanfictions. Auf fanfiction.de. Mal dies, mal das. Ihr könnt auch gerne bei ihr vorbeikommen. Schauen. Also bei meiner Freundin. Die ist verlinkt in dieser Zombie-Apokalypse. Nicht in der Zombie-Apokalypse. Ja, sie ist verlinkt in einer Zombie-Apokalypse. Könnt ihr euch denn wegbeamen? Weg von den Zombies. Nein, in ihren Kapiteln. Sie schreibt über Zelda. Ich mache einfach mal Werbung. Das ist keine Werbung. Das ist einfach nur so, was gerade so in meinem Alltag passiert. Bisschen Story über mich. Obwohl, es will ja eh niemand was von mir. Es will ja niemand was von mir wissen. Guckt alle immer nur, wie ich Ezreal hinterher schmachte, aber mehr wollte ja nicht von mir. Puh. Nein, alles gut. Ich dachte, ich mache. Ich sag einfach nur mal Bescheid, dass ich ein paar Geschichten schreibe. Wenn ihr wollt, mal vorbeischauen könnt. Vielleicht schreibe ich irgendwann mal über Eldaria, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiß noch zu wenig. Und Eldaria ist recht ein anderes Maß als Sweeter Morus. Es ist schwierig, richtig verständnisvoll über Fantasy zu schreiben. Aber vielleicht mache ich es trotzdem. Nun denn, das war's aber auch soweit. Will nicht länger stören. Sonst füllt schon wieder der Part mehr diesen. Sonst füllt wieder mehr den Part mein Gequatsche nach der Episode als überhaupt was von der Episode. Und das wollen wir ja alle nicht. Ich will das schon, ich will das strecken, aber das wollt ihr ja nicht. Naja. Dann geht wieder der harte Alltag los. Muss ich mich wieder der harten Realität stellen. Ganz toll. Wo ist der Pilzgeist, wenn man ihn braucht? Ich gehe ihn mal suchen. Ich wohne schließlich neben einem Wald. Adias, bis zum nächsten Mal.